Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 hier auf der Losberg. Leute, wir sind zurück. Heute ist Freitag. Das Wochenende kann beginnen. Und dabei die Losberg. Nicht verkehrt, ne? Nicht verkehrt. So, ja. Ansonsten, die Felder sind soweit noch nicht erntereif von uns. Zumindest von uns nicht, ne? Ich glaube, wir könnten die eine oder andere Mission machen. Da gehe ich von aus, ne? Das kann man gar nicht nachgucken, ne? Das war im LS17 noch anders gewesen, ne? Da muss man jetzt zu den Feldern hin und alles. Aber da haben wir dann hinten ein Feld, was erntereif sein könnte. Da könnte auch eine Mission vorhanden sein, ne? Müssten wir mal schauen. Aber wir haben hier noch genug zu tun erstmal. Wir müssen jetzt erstmal das ganze Feld noch grubbern. Und dann anschließend düngen nochmal und dann nochmal die Einsaat machen. Dann nochmal düngen, ne? Also zu tun haben wir noch eine ganze Menge. Und wir können aber schon mal überlegen, so nach und nach, ob es möglich wäre, neu zu investieren, ne? Ich meine, die Tiere sehen relativ gut aus, was das angeht. Ne, da haben wir relativ viele mittlerweile. Was ja nicht verkehrt ist, ne? Aber ich glaube, mehr Tiere brauchen wir nicht, ne? Ich glaube, viel mehr Tiere brauchen wir nicht, ne? Nicht wirklich, ne? Weil die Reproduktionsrate ist ja auch noch da. Ne? Wann kommt denn das nächste Tier? Schaf kommt das nächste Tier in 9 Stunden 26, in 1 Stunde 45 das nächste Schwein und 12 Stunden 32 die nächste Kuh. Es geht, ne? Wasser könnten wir auffüllen wieder bei den Schweinen, sehe ich gerade. Ansonsten passt es eigentlich, ne? Ansonsten passt das eigentlich, ne? So ziemlich. Wie gesagt, bei den Schweinen können wir ein bisschen was machen noch. Mit Futter und alles. Aber hat auch keinen Druck, ne? Da ist noch mehr als genug da. Von daher können wir uns ganz in Ruhe um Feld 26 kümmern. Und dann passt das. So. Ja, aktuell bin ich auch am Überlegen, ob ich ETS-2 wieder aufnehmen soll. ETS-2 ist eigentlich auch eine ganz schicke Sache. Kam ja jetzt auch wieder neue DLCs raus, ne? Zumindest eins mindestens. Also bezüglich Map-Vergrößerung. Und mal gucken. Ich meine, in der mein Recyclinghof, das Projekt, wird wahrscheinlich auch relativ bald nicht mehr so häufig kommen. Also nicht mal jeden Tag, sondern vielleicht dann nur noch einmal die Woche. Und von daher schauen wir mal dann, ne? Von daher schauen wir mal. Dann ist ein Slot jetzt zumindest mal wieder frei, ne? Dann ist ein Slot ja mal wieder frei. Aber ich denke mal, dass so mit der Lösung mit LS19 Ellerbach und hier LS17 Losberg ist ein gutes Gemisch, finde ich. Immer abwechselnd. Kommen zumindest beide Projekte.
Ich habe ein bisschen Zeit zum Aufnehmen und alles. Ich glaube, das ist eine gute Lösung. Ich glaube, das ist eine verdammt gute Lösung. Wobei, bei der Campaign of France werde ich das nicht machen. Ne? Die muss täglich kommen. Die muss täglich kommen, auf jeden Fall. Das will ich auch so beibehalten. Das will ich auf jeden Fall beibehalten. Und aktuell läuft ja auch noch das Projekt LS22 Krebach auf meinem Kanal, ne? Auch noch. Also wieder relativ viele LS auf meinem Kanal mittlerweile. Finde ich schön. Ja, der Landwirtschaftssimulator ist eines der schönsten Simulatoren, finde ich, die es gibt. Bin ich immer noch der Auffassung. So, sollen wir mal hier fahren? Wir fahren mal hier eine Spur. Damit wir erstmal ein bisschen Platz hier haben, ne? Dann kriegen wir es schon hin. Was ich auch noch nie gemacht habe hier im LS überhaupt, ist Pappeln pflanzen, ne? Pappeln pflanzen habe ich glaube ich noch nie gemacht. Müssen wir auch mal beachten. Das müssen wir auch mal machen, ne? Kriegen wir aber auch sicher noch irgendwann hin. Sehr schön. Spur für Spur kommen wir gut voran hier, ne? Ich denke mal, in der nächsten Folge sind wir auch noch dran. Aber so langsam könnten wir mal größer und grober besorgen, ne? Aber Zeit ist natürlich Geld und wir natürlich die Zeit brauchen, ne? Um so viel zu grubbern. Schauen wir mal. Aber ich glaube, dafür bräuchten wir auch einen besseren Traktor, ne? Mit mehr Leistung. Das kann natürlich gut sein. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ne? 53.000. Bin mal gespannt, was ein Feld kostet, so, ne? Können wir gucken, ob wir vielleicht noch mal ein kleines Feld kaufen. Gut, nach Feld 26 meine ich jetzt, ne? Wir machen jetzt erst Feld 26 zu Ende, ne? Ich versuche abzulenken, oder? Was meint ihr?
Nein. Wir machen erst Feld 26 fertig, ne? Und danach gucken wir, ob wir noch ein weiteres Feld besorgen können, ne? Ich meine, mehr Ackerfläche ist nie verkehrt. Mehr Ackerfläche ist nie verkehrt, Leute, ne? Mehr Ackerfläche, mehr Ertrag, mehr Geld. Und irgendwann sind wir Millionär, ne? So wird's kommen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, hier müssen wir irgendwann auch mal mit Helfer arbeiten, ne? Das wird sonst nichts. Ich glaube, da nehme ich lieber Cosplay mit rein. Als den Helfer zu nutzen. Ich glaube, da nehme ich lieber Cosplay mit rein, ne? Ich glaube, das ist im L20 auch mit reinkommen, irgendwie, dass man dem Helfer auf so Fahrten aufdrücken kann. Im Prinzip fahr von da nach da oder sowas, ne? Da war doch auch irgendwas gewesen, meine ich, ne? Gute Frage, ne? Also nächste Folge sind wir auf jeden Fall fertig mit dem Grubbern. Wir brauchen echt eine größere Grubber, Leute. Ich meine, eine kleine Grubber für die kleinen Flächen ist in Ordnung, aber wir bräuchten mehr Arbeitsbreite. Dringend. Bei dem großen Feld hier ist das definitiv wichtig. Das ist definitiv wichtig, dass wir das machen, ne? Sehr schön. Läuft dann wunderbar, Leute. Aber wenn es ein bisschen dauert, es läuft wunderbar. Aber tanken müssen wir bald wieder, ne? Aber wir haben eine Hoftankstelle. Von daher passt es. Wir haben jetzt zum Glück eine Hoftankstelle. Was mich momentan auch reizt, wäre wieder LS17 Nordfriesisch Marsch. Das würde ich momentan auch reizen. Ich weiß nicht warum. LS17 Nordfriesisch Marsch, ne? Mit den Produktionen damals und. Ich meine, ich fand's schön. Hat mir gefallen. Hat mir definitiv gefallen, ne? Was würdet ihr davon halten? Let's Play Nordfriesisch Marsch L17?
Ich meine, ich gehe sowieso meist auf ältere Spiele. Habe ich mir so auf die Fahne geschrieben eigentlich, ne? Von daher. Könnt ihr mal in die Kommis schreiben. So alte Zeiten mal wieder aufleben lassen, ne? Ja, vielleicht eine Lösung. Oder eine Möglichkeit zumindest. So, ungefähr die Hälfte. Ein bisschen mehr als die Hälfte haben wir geschafft. Ja, wir brauchen echt mehr Arbeitsbreite hier, ne? Na gut, egal. Kriegen wir hin. In dem Sinne mal erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Nee. In der nächsten Folge auf jeden Fall wieder, ne? Es müsste Sonntag sein. Sonntag, ne? In 2 Tagen. Morgen kommt nämlich Ellerbach, meine ich. Gut, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Guckt auf den Uploadplan. Ich werde gucken, dass ich den Uploadplan vielleicht auch nochmal per Video mache. Auf Dauer. Und dann schauen wir mal. In dem Sinne erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Servus und tschüss.